Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Strange Before the Storm. Und heute, This junkyard is massive. I'll explore more after I take this battery back to the truck. wollen wir genau das machen, was Chloe gerade gesagt hat. Und zwar waren wir ja stehen geblieben, unseren neuen und alten Truck zu reparieren, beziehungsweise eine neue Batterie dahin zu schaffen. Die haben wir jetzt endlich gefunden. Und deshalb werde ich heute gar nicht so lange quatschen. Also ich werde schon quatschen, aber halt nicht untätig hier rumsitzen, sondern wir bauen mal diese neue Batterie hier ein, damit wir bald schon wieder einen fahrtüchtigen Untersatz haben oder überhaupt mal einen fahrtüchtigen Untersatz oder sowas. Jo. Ja, und das alles ohne Werkzeug. Also, wollte ich gerade gesagt haben, das ist vielleicht so Strom und so. Ich tu Dauer, eventuell. Also, ich kann meine Batterie nicht wechseln ohne da so ohne Werkzeug. Also, die Chloe ist schon echt Respekt. Respekt. Jo, und dann wollen wir das Ding noch mal starten. Ja, Schlüssel liegt da. Na, komm. Komm schon. Also eine neue Batterie. Alles super. Benzin könnte eventuell noch fehlen. Damn. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Okay. Also wir könnten dieses tolle Fahrzeug ein bisschen, ja, aufmöbeln. Maybe there's another light bulb I can put in here. Ja gut, Glühbirne ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig. Probably a good idea Gut, to das cover sieht over jetzt this with schon ein something. bisschen sehr, sehr schäbig aus. Also das würde ich auch. Wow, gut. Und da ist so ein While an escape hatch could be nice, dezentes Loch. I should probably cover over this massive Da hole. könnte der Beifahrer eventuell beim Fahren rausfallen. Der Beifahrer rausfallen soll, ja. Bier, und das ist aber alles. Das, ja gut, das ist, das kann man ja. Darf ich hier verlassen? Dankeschön. Dann wollen wir doch mal gucken. Wir haben doch da schon auf dem Schrottplatz ein Okay, paar Sachen let's see what else gefunden. this trash heap has to offer. Den Motor kann ich mir nicht mehr angucken. Wir hatten aber gerade eine Nachricht von der Rachel gekriegt. Da wollen wir doch mal auch von der Mama auch. Ja, komm, wir lesen erstmal Rachel. Das ist auch alles neu, 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 neu. Nein, du, im Ernst, wir rechnen uns, das hatten wir schon, glaube ich. Chloe Price. Ach so, ist das jetzt neu? Warte mal. Ja, so. Ich bin nicht scheiße? Bist du absolut nicht? Laut meiner Mutter schon. Weiß nicht, ob ich es ertrage, heute noch nach Hause zu gehen. Noch da? Ich hole was von zu Hause und sehe dich am Schrottplatz. Ich sehe dich sehr bald. Wehe, wenn nicht. Oh, ja, gut. Ja, dann die Mama. Schauen wir mal, was sie nach diesem Gespräch sagen möchte. Wir sind ja doch einfach abgehauen. Chloe, David versucht, das zu tun, was er für das Beste hält. Er ist so ein Idiot. Oh ja, das ist er. Es gefiel mir nicht, dass er dir gesagt hat, du sollst deine Taschen lernen. Aber dann hattest du Gras, oder? Weil es klasse ist. Ich weiß einfach nicht, was ich noch tun soll. Es reimt sich mit Flair less Flavid. Ah ja, okay. Chloe, kannst du David mal für eine Sekunde vergessen? Denk an mich. Ja, das habe ich die ganze Zeit versucht, Mom. Der Idiot stand aber die ganze Zeit dabei und meinte, er müsste hier da irgendwie so voll den Macho raushängen lassen und sowas. Vielleicht brauche ich nur meine Ruhe, okay? Vielleicht brauche ich meine Tochter zurück. Ja, ne? Die Dinge sind nun mal leider nicht unbedingt die besten. So, was wollte ich hier jetzt nochmal? Ich wollte irgendwas zum Abdenken, Decken für den, für diese schmutzigen. Für dieses schmutzige,
jetzt fällt mir kein Wort für das Schmutzige da in dem Auto und für das Loch im Auto und für die in den Glühbirne brauchen wir noch, ne? Hier, da, Fußabtreter. This mat has seen some things. Das kann man doch Mostly super feet. auf die Garnitur da legen. Garnitur war das Wort, glaube You ich. should cover that life-endangering floor hole Oder man kann quite auch dieses nicely. tolle Loch damit abdecken, natürlich. Hast du recht, Chloe. Was weiß ich schon. So, was ist hier? Kommen wir nicht weiter. Hier ist nichts drin. Hier können wir auch nichts gucken. Platz decken. I used to love opening up the diner with mom before school. I guess those days are now officially over. Gut, wir sind jetzt ja auch älter geworden und so. Und hier ist noch ein Hinweis von der Polizei. Wow. Shitty ride, drug dealer. Really thought crime paid better. Ja. Aber das, wir hätten doch das Auto nehmen können. Das sieht doch noch viel besser aus hier. Können wir da nicht rein? Die Sitze sind jetzt zwar auch nicht so dolle, aber. Naja, gut. Wir hatten doch da vorne so eine Piratenflagge gesehen. Wo war das denn nochmal? Kann ich hier mal ein bisschen schneller laufen? Mal, oh, dann. Vielleicht sollte ich die Kamera nicht drehen, wenn ich schneller renne. Hier, diese Piratenflagge. Das wär's doch, oder? Können wir doch auf die Sitze. Das ist doch stylisch. Hier könnten wir auch ein bisschen lackieren noch. Hier ist so eine Lackierrolle. Ach, hier ist das Radio wieder. So. Hier, Piratenflagge. A pirate flag? Wonder if there's Das hat sie treasure wohl schon buried angehört. nearby. Angesehen. Wir können das aber mitnehmen. Yeah. Leute. This might make the perfect cover for that torn Ja. seat. Ich finde, das passt doch zu uns. Das passt doch perfekt. So, jetzt brauchen wir noch eine Glühbirne, ne? Eine Glühbirne. Können wir die hier aus irgendeinem Auto rausnehmen? Also, ich habe bis jetzt noch keine Glühbirne gefunden. Oh. Hier ist ein Schürhaken. Vielleicht können wir ja eine aus diesem komischen was. Ach, was da? Hallo? You're a long way from the country club, guy. Was ist denn das? Übungsgrün. Aha. Ach so, für Golfer und sowas. Ja, verstehe. Vielleicht könnten wir hier, war doch. Das auch schon angeguckt? Now this is a Stimmt, vortex hatte man club, auch I schon wouldn't an. mind Haben wir finding. alles schon gesehen, Mann. So, ich wollte sagen, auf diesen Weihnachtslichtern können wir denn hier nicht eine stylische Lampe mitnehmen? Perfekt. Here's hoping for a holiday miracle to light up my ride. Perfekt. So, eine blaue hätte ich jetzt schöner gefunden. Aber gut, das ist ja Chloes Entscheidung. So, dann können wir ja zurück. Dann haben wir alles, ne? Können wir zurück zum Truck? Ich versuch's nochmal mit Rennen. Aber irgendwie bin ich da sehr orientierungslos, wenn ich renne. So. Und dann wollen wir doch nochmal hier. Better head back to the. Ja, mache ich ja gerade. Bist du ja gerade schon, Chloe. Bist ja schon am Truck. So. Und dann wollen wir hier den kaputten Sitz erstmal reparieren. Das wird stylisch. Ich sag's euch, passt perfekt. Schön. Läuft doch. Gut, immer noch so ein bisschen, naja. Okay, aber es sieht doch ganz nett aus. So. Der Beifahrer kann auch nicht mehr durchs Auto purzeln. Versehentlich. Gut. Naja, ist ein bisschen luftig vielleicht noch. So, und die Lampe haben wir auch. Sehr schön. Läuft. Schön. This thing looks like a rusted out shopping cart. Probably drives like one too. That's if it ever does drive, which seems Ach questionable. komm, nicht so negativ, Chloe, das schaffst du schon. Still, how sweet would that be?
uns ruft echt mal jemand an, keine SMS. Ja. Bryce, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. What? Really? No. Ich hätte mich jetzt auch gewundert. Where can we meet? What about? Oh, like drugs? Bryce. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard, that's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. Okay. And, Frank? Wir reden hier gerade nicht mit unserem besten Kollegen, sondern mit unserem Drogendealer. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, dass der uns sehen will, weil wir erinnern uns, wir hatten ganz am Anfang dieses Geld, gemobst und ihm gegeben für unsere Schulden und hatten da noch das Beutelchen Gras. Nicht, dass der da hintergekommen ist oder da irgendwie, dass das noch mehr Probleme können wir, glaube ich, jetzt nicht so gebrauchen, glaube ich. Naja, aber ja, hier ist alles cool. Wegwerf-Handy. Ja, ist alles cool. Wegwerf-Handy, ich weiß nicht. Wir nehmen mal Wegwerf-Handy. After you hang up, are you going to smash your phone, like in the movies? And if so, can I smash it? Trust me, Price. If I ever have to smash anything, you'll want nothing to do with it. Nee. Okay, Humor hast du nicht, Frank. Nee. Okay, aber er möchte nichts kaputt hauen und sie sollte nichts da irgendwie und so. Also gehe ich jetzt davon aus, dass es nichts Dramatisches ist. Smoke break. Oh, hier können wir. Ja, ja. Machen wir doch mal hier Graffiti. The inaugural truck tag. Da würde ich auf jeden Fall. Graffiti ist ja jetzt unser Auto. To make a first expression. Mystisch oder beängstigend? Ja, mystisch wäre auch schön. Ich weiß ja nicht, was sie jetzt da wirklich malt. Beängstigend finde ich, passt besser zu der Piratenflagge und alles und zu Chloe und erstmal hier, also wie gesagt, ich weiß nicht, was sie malt, deshalb ist das sehr schwer, aber ich nehme mal beängstigend. Voll leisure. Ist euch eigentlich auch mal aufgefallen? This'll give intruders something to think about. You are... Ich konnte es nicht lesen. Technically, we're all about to die. If you take a wide enough view of things. Kann ich immer noch nicht lesen. Du, Dip. Naja, schade. Ich dachte, da kommt ein bisschen mehr. Jetzt habe ich den anderen Satz schon wieder vergessen. Leute, ich bin echt, ich werde alt. Ich werde einfach nur alt. So, was können wir denn nochmal? Wir nehmen mal die Hupe. Können wir überhaupt hupen? Ja, klar, Strom hat er ja. Sollte funktionieren, oder? Hup doch mal. Und? Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, und dann können wir das hier, unser neues Deckenlicht, einschalten. Does your truck look like a Christmas party on wheels? Yeah, didn't think so. Ja, aber irgendwie hat das schon Style. Hier ist noch ein Handschuhfach. Was haben wir da noch drin? Vielleicht irgendwas Nützliches? Oh. What do we have here? Was ist das denn? Most people probably wouldn't wear a beanie they found in a junkyard. Sucks for most people. Sehr schön. Yep. This'll do. Ja. Wie, hat sie den jetzt nur eingesteckt? Ich dachte, da wäre jetzt was Interessanteres. Kann sie den nicht? Kann ich den? Schade. Naja. Ja, dann können wir ja jetzt wohl nur chillig eine rauchen, würde ich sagen.
You were flaunting all your open wounds. I can't express them better than you. You have buried childish qualities from make sense of me, friend. Make sense of me. I have many destructive qualities from make sense of me, friend. Make sense of me. Ja, ich wollte jetzt gerade nicht in diese Atmosphäre reinquatschen. Ich kann jetzt auch schon wieder nicht quatschen, weil wir jetzt schon wieder eine Szene haben. Ich sag's euch gleich. Shit. I slept all day. What the hell? Okay. Bisschen creepy. Und schon wieder der Rabe. Das ist doch Traum, oder? Ist ihr Vater wieder? Aber alles so ein bisschen, gruselig, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Okay. Also wir könnten jetzt hier auch Stockbrot, ach nee, Marshmallows mit unserem Vater machen. Alles so ein bisschen sehr gruselig, finde ich gerade. Das gefällt mir hier nicht. Meine gut, wir sind bei unserem Papa, aber trotzdem. Alles so ein bisschen sehr gruselig. Aber bevor ich es wieder vergesse, das wollte ich gerade angemerkt haben. Was ich vorhin sagen wollte, ihr erinnert euch, ne, so vor ein paar Minuten oder so ist mir das nicht eingefallen und so. Ist euch mal aufgefallen, als die Chloe das Graffiti da angeschrieben hat? Also sie schreibt ja jetzt öfters. Ich dachte die ganze Zeit, sie wäre Linkshänderin. Und dann müsst ihr müsst mal darauf achten, sie schreibt aber mit links und mit rechts. Also die Rachel hatte ja da mal hier bei zwei Lügen, nee Quatsch, zwei Wahrheiten und eine Lüge, hatte sie ja behauptet, sie ist beidhändig, kann sie schreiben und sowas. Und das war ja wohl auch die Wahrheit, aber das trifft eigentlich auch auf Chloe dann zu. Also es ist sehr faszinierend. Ich weiß nicht, ob es jetzt Zufall ist oder ob da einfach keiner drauf geachtet hat. Das ist mir nur mal so aufgefallen. Also wollte ich nur mal so angemerkt haben. Und wollte mal wissen, ob euch das auch aufgefallen ist. Gut, aber ich mach die ganze Stimmung hier kaputt. Hier ist gruselig und so, und dann würde ich mal sagen, wir nehmen uns mal den Stock dann auch und machen doch dann auch mal Marshmallows. Mit Daddy. Ja, hier so. Aufspießen. Boah, da kriegt man ja Gänsehaut. Da ist ja auch noch so ein Jaulen im Hintergrund. Okay. Wie, jetzt hat sie den hier. Grill das doch dann da ja auch mal hier rösten. Ziemlich creepy. Also, muss ich ja mal sagen. Und dieser Rabe. Und unser Vater sagt auch nichts. Boah,
was für eine bedrückende Atmosphäre. Amazing, isn't it? I can't look away. Sure. Don't pretend you're not mesmerized too. See? You're so drawn to it, you don't even realize the danger. Danger? Fire blinds us, just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire blind with? Beauty. Okay. But sometimes, there's a greater beauty yet to come. Incredible. Finde ich immer noch gruselig. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what? Alter. Of getting burned. Alter. Boah, what the fuck? Da fehlen mir ja glatt die Worte. Was war das denn jetzt für ein wirklich harter Gruseltraum? Alter. Und was wollte der Vater damit sagen? Ja, klar, und mit Kippe eingeschlafen, natürlich. Hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start a fire. Yep. Danke, danke, Rachel. Auch doch nicht ins Auto. Hast du gerade schön gemacht. So, are you gonna invite me in? Or what? Nee, da bin ich mir aber gar nicht so sicher. ich weiß wieder nicht, wie sie das rüberbringt. Deshalb würde ich sagen, wir lassen die liebe Rachel bis zur nächsten Folge noch ein klein wenig an unserer Autotür stehen und überlegen uns das genau, ob wir sie reinlassen oder nicht. Aber bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht oder einen schönen Morgen. Egal, wann ihr dieses Video halt gesehen habt oder seht oder ich weiß gar nicht, ist das dann die Vergangenheitsform von wenn ihr das... Vergesst es, bitte. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Episode, ne? Lasst einen Daumen da, Leute, der nach oben zeigt, eventuell so. Und hinterlasst meinetwegen auch einen Kommentar zu meinem ganzen, was ich hier so von mir gebe an und so. Ihr wisst schon, ne? Macht's wie immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Tschüss.